Hallo und herzlich willkommen zurück zu, naja, Marvel Snap Part 5, der direkt im Anschluss an Part 4 aufgenommen wird. Fast direkt im Anschluss, ich habe ein bisschen weitergespielt und getrunken dabei. Wir sind auf Platin-Rang, Diamant-Rang, Entschuldigung, oh mein Gott, wir sind auf Diamant-Rang 64. Ein bisschen weiter zurückgefallen, als wir das letzte Video, als es im letzten Video der Fall war. Und ich zeige euch einmal eben das Deck, was ich spiele und warum ich es spiele. Das eine ist, ich habe ja Karten aus dem Cardpool 2 freigeschaltet, unter anderem Agent 13, soweit ich weiß, und vor allen Dingen Scorpion. Scorpion haben meine Gegner regelmäßig gespielt und ich war immer wieder genervt davon, dass Karten in meiner Hand schwächer gemacht werden. Das ist ein richtig geiler Aufdeckeneffekt, und es macht riesig viel Freude und es hat sogar ein bisschen Synergie mit der Bar Sinister, die neu ist in irgendeiner Form. Und aktuell relativ viel auftaucht. Weil wir im Idealfall für 2 Mana unserem Gegner minus 4 auf die Stärke seiner Handkarten geben können und relativ früh damit ein Spiel unter Umständen uns für uns entscheiden. Hallo Fuchsmeister! So, schauen wir mal, wie das hier aussieht. Lemuria. In diesem Zug werden keine Karten aufgedeckt, das ist schade. Oh mein Gott, ich habe gerade davon gesprochen und schon ist es so, ne? Spielen wir Uatu überhaupt? Ich denke nicht. Nein. In diesem Zug wird nichts aufgedeckt. Wir snappen einfach mal und werden jetzt direkt mal schauen, wie unser Gegner darauf reagiert, wenn wir 4 seiner Handkarten minus 4, minus 4 geben. Oder zumindest 3 seiner Handkarten, so minus 4, minus 4. Ja, doch, das ist eine sehr gute Entscheidung. Agent 13 spielt er auch, finde ich super. Mehr Power dahin. Sogar 5 seiner Handkarten, inklusive der, die er von Agent 13 bekommen hat, geben wir minus 4 Stärke. Das heißt, im Prinzip kann er fast nur noch die Karten, die er zieht, also die er topdeckt, spielen, ohne zu viel zu verlieren. Das ist gut für uns. Oh, er hat auch gesnappt. Mit was für eine Dreistigkeit. Möchten wir Ironheart spielen? Nein, wir spielen Groot. Hier nach rechts. Das ist okay. Das wird okay sein. Oh mein Gott, wir haben den richtigen Standort gepickt. Angela. Medusa haben wir keinen Platz für. Ironheart könnten wir machen. Wird so ein Odin-Zug ein bisschen vorbereiten. Ich denke aber, wir sollten erstmal links ein bisschen was positionieren, man kann das nicht so verallgemeinern, aber ich bin ein Freund davon, schwache Standpunkte frühzeitig für mich zu entscheiden und mich dann um den nächsten Standort zu kümmern, um die eigene Stärke so ein bisschen zu verteilen auf den Standorten. Das kann so oder so sinnvoller oder weniger sinnvoll sein. Aktuell gehören uns alle 3 und ich hatte lieber, also bevor er hier den Vorteil hat, ziehe ich lieber den Standort auf meine Seite. Ein Devilsaur mit minus 1 Stärke kriegt er 4-mal und das sind dann 44 Stärke. Das ist schon ordentlich für, wie viel kostet er? 5 Mana? Ja, für 5 Mana geht sogar, ne? Könnte noch stärker werden, ist sogar noch stärker geworden. Storm bringt nichts mehr. Uatu bringt nichts mehr. Ja, alles ein bisschen suboptimopti. Wir hätten noch coolere Sachen ziehen dürfen. Wir spielen das mal aus. Einfach, weil wir immer noch im Hinterkopf haben, okay, er hat erst eine von diesen 5 Handkarten, die er bekommen hatte, benutzt. Und darum hoffen wir einfach, dass das gereicht hat, dass das hier genug Einfluss hatte. Ja. Gamora, schade. Wir haben verloren. Wir haben verloren, es ist okay, aber es ist ein richtig geiler Spielzug, oder? Also Scorpion in der Bar Sinister zu spielen, ist schon cool. Ja, es hat nicht so gut funktioniert, ist in Ordnung, ich verstehe die Kritik. Oh mein Gott, wir sind. Oh mein Gott, ey, gefühlt bin ich schon wieder auf Platin und nicht mehr auf Diamant, ne? Also ich sehe uns schon auf Level 59, Rang 59. Ja, also die Gegner sind einfach auch besser geworden, ne? Das ist einfach so.
Wir grüßen Hadesson. So, Medusa in der Mitte ist ein guter Zug. Vielleicht die Scarlet Witch im Miniaturlabor. Karten hier hinbewegen. Sehe ich noch nicht so ganz. Ja, wir benutzen mal Scarlet Witch im Miniaturlabor. Weil ich mich gerne ein bisschen ausbreiten möchte, lieber. Oh, jeder Standort ein Eichhörnchen. Kann man machen. Kamatage. Und damit stehen die Zeichen für uns relativ gut. Wir benutzen erst Iron Art. Oder benutzen wir erst Scorpion? Wir benutzen erst Iron Art, weil es besser auf der Kurve ist. Und im nächsten Zug spielen wir hier Scorpion und Medusa. Ja, doch, das wird ganz sinnvoll sein. Ja, also mit Kamatage haben wir wirklich Glück, tatsächlich. Scorpion, Medusa, auch ein Selbstläufer eigentlich. Wir haben jetzt Odin auch auf der Hand, ob das so sinnvoll sein wird, finden wir dann raus, wenn wir in der Situation sind. Wir hoffen auf Enchantress. Groot in die Mitte und wahrscheinlich auch noch Rocket Raccoon und dann können wir Uatu auch noch in Central Park setzen. Okay, okay, okay. Die Handkarten unseres... Ja, obwohl jetzt habe ich natürlich auch... Ja, das war auch nicht so gut. Angenommen, wir topdecken jetzt Enchantress, bin ich genervt auf jeden Fall. Nein, haben wir nicht. Das ist gut. Wir können Karten in die Mitte bewegen, er kann Karten auch in die Mitte bewegen. Ich denke, mit Odin fahren wir am besten. Ja, also ich sag mal so, wir haben eh nicht so mega viel Chance. Option, entweder tun wir hier 7 Stärke hin, das ist schlechter. Also die Frage ist nur, ob wir Odin hier spielen oder hier spielen. Hier würden wir den Standort nochmal wechseln. Naja, es kann so oder so sein, ne? Aber hier werden wir alles 2-mal auslösen, beziehungsweise alles 4-mal auslösen. Und da fahren wir relativ gut. Daumen hoch. So. Er hat wahrscheinlich Karten in der Hand, die minus 6, minus 6 haben oder so. Ja, es war Glück, dass wir Kamatage offen hatten. Obwohl wir natürlich auch immer noch nicht gewonnen haben, ne? Claw für die Mitte hilft ihm nicht. Ja, okay. Es war tatsächlich knapper, als ich gedacht hätte. Aber... Ne? Es ist einfach auch ein Vorteil. Ne? Also Punisher hatte weniger, Claw hatte weniger und wir wissen nicht, wie viele Karten er in der Hand behalten hat, weil sie sich nicht rentiert hätten zu spielen. Ne? Oh, Scorpion upgraden, das machen wir sehr gerne. Es nervt mich so sehr, dass man... 3D. Verzeihung. Es nervt mich so sehr, dass wir... nicht nur noch 2 Sammlungslevel brauchen, um eine neue Karte freizuschalten, sondern man braucht von bis 8 Sammlungslevel, ne? Von Karte freischalten zu Karte freischalten, beziehungsweise hier wird es dann sogar noch mal mehr, dann sind es hier 12, ne? Und von hier nach hier sind es auch noch mal 12, das ist schon lästig, das nimmt so ein bisschen den Fluss raus, ne? Naja. Ich sag mal so, die Karten, die man frühzeitig bekommt, sind cool genug, um nette Decks zu basteln, die alle so ein bisschen, wie gesagt, gleichartig sind. Aber, naja. Hallo, Camilla. In Zug 6 können hier keine Karten gespielt werden. Wir machen das nochmal mit Scorpion. Es nervt mich nämlich einfach, dass wir das erste Spiel damit verloren hatten. So, frühzeitig minus 4 auf jede einzelne Karte in seiner Hand. Im Idealfall macht das seine komplette Hand unspielbar. Oh mein Gott, jetzt hat er auch noch Cloak gespielt. Das ist ja richtig blöd. Im nächsten Zug können beide Spieler Karten zu diesem Standort bewegen. Da machen wir das doch. Wir werden die Scorpions in die Mitte ziehen. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, was zu spielen, ne? Ja. Das ist eine gute Sache. Wir spielen aus Prinzip, glaube ich, auch mal Medusa einfach so hier hin.
weil wir werden sie eh nicht gebrauchen können und dann wird halt eine Karte zerstört im Zweifelsfall. Aber für die Eventualität, dass er irgendwie Scarlet Witch benutzt oder, ist das ganz geschickt. So, wir können unsere Hand mit richtig viel Müll füllen, auf jeden Fall. Sollten wir das tun? Sollten wir eher nicht tun? Weil keine guten Effekte, kein guter Effekt. Es scheint so ein bisschen Verschiebedeck zu sein, das passt zu Cloak und Iron Fist. Möchten wir Groot hier spielen? Ich denke, Groot und Agent 13 ist die beste Wahl. Ja, er hat jetzt nichts da gespielt, aber hat ja sein können. Oh mein Gott, die Scarlet Witch. Ja. Okay. Niemand weiß, warum das sinnvoll war, aber es wird okay sein. Rogue. Stehle einen fortlaufenden Effekt einer zufälligen gegnerischen Karte an diesem Standort. Es gibt keine, von daher egal. White Tiger. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe oder im letzten Video. White Tiger, richtig geiles Artwork. Also das Pixel-Artwork ist richtig, richtig cool. Und dann holt die sich einen Tiger und der Token ist nicht auch ein Pixel-Artwork. Was ist das für ein verschenktes Potenzial? Wenn man sich die Karte anschaut, sieht man, dass im Hintergrund, ja doch, sieht man, dass da auch, dass da schon ein pixelierter Tiger ist. Warum wird der nicht benutzt dafür? Das ist so lästig. Naja. Also den Standort haben wir gewonnen, den hier, na, wissen wir noch nicht, sind wir ein bisschen skeptisch auf jeden Fall. Enchantress hilft uns nicht, Odin, maybe. Ja, also ich glaube, die meiste Stärke auf dem Bifrost kriegen wir, indem wir Odin spielen. Oder, nee, das hier wäre nur, Enchantress wäre nur plus 7 mit der Scarlet Witch. Ja, wir spielen Odin, wir können den Effekt von White Tiger leider nicht nochmal auslösen, wegen Platz. Aber schauen wir mal, ob er mit zwei Karten 8 Stärke hinkriegt und dazu noch einen von den anderen beiden Standorten so beeinflussen kann, dass es einen Unterschied macht. Aber nein, konnte er nicht. Gut gespielt, Camilla. So, 4. Wir sind fast wieder da, wo wir angefangen haben, glaube ich. Nee, ich glaube, wir haben sogar... Ich glaube, Rang 64 haben wir noch nicht verlassen. So, aber das letzte Video habe ich angefangen auf 66 oder 67. Also von daher, ja... Vibranium ist noch echt weit entfernt. Wir könnten Elektra schon mal hier hinspielen, aber ich wüsste nicht warum. Hallo, Pachu. Monster Metropolis, höchste Stärke. Ja, ist eine. Das ist Quatsch. Das möchten wir weghaben. Das ist nicht so gut. Und wir müssen das Board so. Also wir müssen nicht, wir möchten das Board so ein bisschen entwickeln. Und da haben wir mit Asgard sogar einen ganz guten Treffer gelandet. So, dann spielen wir Groot hinterher. Ich habe das Gefühl, das Deck ist schlechter, als es wäre, wenn nicht aktuell die Bar Sinister so häufig wäre. Aber es funktioniert immer noch patent, ne? Also einigermaßen okay. Okay, Swordmaster, nettes Artwork auch. Ist anscheinend so ein Abwerfendeck. Wir spielen Agent 13 und Ironheart. Das heißt, wir haben an dem Standort 4 Stärke und an dem hier 13. Es könnte gut sein. Und eventuell ziehen wir sogar gleich 4 Karten nach diesem Zug. Auch das wäre sehr begrüßenswert. So, also 2 anscheinend schon mal. Deathlock. Ja, okay. Wir ziehen beide 2 Karten, damit kann ich mich arrangieren. Ist in Ordnung. So, dann hätte ich gesagt, White Tiger hierhin. Und im nächsten Zug Odin hierhin für noch mehr Value. Ja, das möchten wir. Wir snappen mal. Also bisher läuft es recht gut für uns auf jeden Fall. Recht gut. Wie gesagt, nicht allzu berauschend, aber, ne, und das ist auch so die Stelle, an der man snappen sollte, wenn noch nicht so ganz klar ist, wer gewinnt, damit der Gegner sich da vielleicht auch noch drauf einlässt.
angenommen, wir spielen Odin, dann haben wir hier definitiv 13 Stärke. Tendenziell ein bisschen mehr. Damit hätten wir gewonnen. Es könnte sein, dass er Vision wegbewegt. Es sieht ganz gut aus für uns. Warum? Ja, doch, doch. Sieht ganz gut aus für uns. Ich könnte mir vorstellen, dass er aufgibt. Also man sieht ja auch das Board, wir haben es sehr gut entwickelt. Und unser Gegner hat 7 Handkarten, viele Optionen. Ja, also es kann sich in beide Richtungen natürlich entwickeln, aber ich bin einigermaßen zuversichtlich. Er hat Vision nicht wegbewegt. Ist ganz gut für uns. Iron Man, das heißt, rechts haben wir verloren, Mitte haben wir gewonnen, links haben wir auch gewonnen. Okay, wenn der, meine Güte, Tiger Spirit woanders hingegangen wäre, wäre schlecht für uns. Aber ist nicht der Fall gewesen. Muss man auch mal belohnt werden für ein Risiko, ne? Wie lange gehen wir? Achso, Viertelstunde erst, okay. X-Rulo. Schaffen wir auch noch. Hallo, X-Rulo. Okay, diesmal können wir wieder gucken, was hier für Standorte sind. Ist natürlich auch ein Nachteil, ne? Also Uatu ist einfach an und für sich eine schwache Karte. Also als ein Mana, zwei Stärke Karte. Aber die Informationen, die man kriegt, sind so wertvoll. In der Hand werden die Sachen vertauscht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir zumindest Medusa... Naja, bei Medusa ist egal, bei Groot ist auch egal. Dass wir Uatu frühzeitig spielen, ist wichtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles klar. Alles klar, okay. Wir werden gleich White Tiger in der Hand haben. Wir snappen jetzt schon mal. Wir wissen ja, dass es so passiert. White Tiger wird gleich einen Mana kosten, 5 Stärke haben und einen 7 Stärke Token produzieren. Könnte okay sein. Und wir versuchen, die Tiger Spirits Richtung Washington DC zu drängen. Ja, okay. Auch cooles Artwork. Und wieder sehr schade, dass die Tokens nicht angepasst werden. Ne? Ich verstehe ein bisschen auch, warum man so eine Entscheidung trifft. Doch Groot und im nächsten Zug. Doch, das ist sinnvoll so. Na, also weil, damit der Token nicht jedes Mal komplett anders aussieht und das für den Gegenspieler verwirrend sein könnte, ja, muss man auch drüber nachdenken, verstehe ich. Nee. Opponent snapped, ist ja wahnsinnig. Der weiß nicht, was er macht, glaube ich. So. Wir haben so einen starken Zug vor uns. Also ich hoffe, also ich weiß nicht, was der machen könnte. Also aktuell fällt mir nichts ein, tatsächlich. Wir haben so viel mehr vom Board entwickelt. Strong Gun. Ja, hat 3 Handkarten. Der wird also wahrscheinlich nicht alle leer spielen können. Rocket Raccoon hat es mit einem Mana gekontert. Ultron. Erschaffe 4 Drohnen, Stärke 1, an jedem anderen Standort. Achso, das heißt füllen. Das heißt, er füllt einfach die anderen Standorte. Das wäre natürlich eine geile Karte für so ein Ein-Mana-Kostendeck, ne? Naja. Was eventuell sein könnte, ist, dass unser Gegner vorhat, hier also Nightcrawler wegzubewegen und da was anderes drauf zu spielen. Aber selbst wenn, ne? Das... Sollen wir zumindest hier den Strong Guy erstmal ausgeklammert? Ah, schade. Ja, das ist ein bisschen bitter. Angenommen, er spielt... Ja, das ist gar nicht gut. Angenommen, er spielt Captain Marvel. Nicht Captain Marvel, Blue Marvel. Ich habe die ganze Zeit Captain Marvel gesagt. Dann kriegt er hier +3. Hier +4, das ist schlecht für uns. Also er wird fast sicher Blue Marvel spielen. Also +3. +6. +9. Da kommt er hier auf 17. Und wir kommen hier auf
14 plus 3 sind auch 17. Okay. Ja, doch. Ich glaube, wenn er da Blue Marvel hinspielt und sonst nichts Dramatisches macht, sollten wir gewonnen haben. Ich mag die Provokation mit den sehr beschränkten Mitteln, die man hier hat. Ich verliere. Snap. Und auf den Gegner zeigen. Aber er könnte seinen Zug auch endlich mal machen, ne? Das wäre schon... Okay. Okay, alles klar. Gut. Ja, so ungefähr hatte ich das nämlich auch gesehen. Also ich hätte, also mit Blue Marvel, vielleicht mit Verschieben von Nightcrawler noch, hätte irgendwas Schlimmes passieren können. Ich war einigermaßen zuversichtlich. Und ich wusste, wenn wir an dem einen Standort einen Putt haben, links gewinnen wir auf jeden Fall. Also, ja. Karten in der Hand, fortlaufend Effekte verdoppeln, alles nicht so geil. Ja. Ah, vielleicht hätte ich Uatu sogar in der Hand lassen sollen, damit er ein potenzielles Ziel davon ist, von der Icebox. Oh nein, White Tiger kostet jetzt 6. Also wir haben Liokron noch nicht Hallo gesagt. Hallo Liokron. Groot in die Mitte. In der Hoffnung, dass unser Gegner keinen fortlaufend Deck spielt, die ja relativ gängig aktuell sind. Ja, also auf jeden Fall schon mal, ich sehe es sehr kritisch. Das allerdings ist ein nicht so starker Zug gewesen. Er hat für 3 Mana 2 Stärke bekommen, ich habe für 3 Mana 6 Stärke bekommen. Hätte besser laufen können für ihn. Wir spielen vielleicht schon mal einen Enchantress hier hin, ich weiß ja nicht. Nein, Medusa in die Mitte ist okay. Eine Elektra nach rechts, die können im Zweifelsfall, wenn es wirklich, wirklich wichtig sein sollte, nochmal mit Odin auslösen. Oh nein. Oh nein. Unser Gegner hat für... Was kostet der? Ich glaube für 4 Mana 8 Stärke bekommen. Ist schon kritisch. So, hier kommen wir ums Verrecken nicht auf die Stärke. Dann versuchen wir es mal in Jotunheim, ne? Ja, angenommen, er spielt was in Jotunheim. Doch, das könnte gut sein. Könnte gut sein für uns. White Tiger. Sein White Tiger ist also nicht teurer geworden. Ja, Ironheart ist zu spät. Nee, alles klar. Wir ziehen uns zurück. Ein Würfel verloren ist vollkommen okay. Ja. Nee, aber das war überhaupt nicht siegversprechend. Man muss halt schauen, wie lange man das mitmacht, weil wenn der Gegner frühzeitig gesnappt hat, dann kommt man auch schon mal auf 2 Würfel, die man verliert, oder auf 4, wenn man es bis zum Ende spielt, oder wenn man selber auch gesnappt hat, auch auf 4. Ne? Also, und 4 Würfel sind manchmal sehr schwer verdient. Hallo El Magnifico. Kamatage. Die perfekte... Oh mein Gott, sind das krasse Karten. Das ist ja so richtig stark für uns, ne? Alles klar. Wir schauen, dass wir so früh es jetzt geht unser Board entwickeln. Wir kriegen nämlich mehr Mana, mehr Energie von mir aus. Wir decken zuerst auf, ne? Ja, ja, ist nicht so gut eigentlich. Ja. Wir machen das so. So. Also, mein erster Impuls wäre natürlich, Ironheart hier hinspielen, um frühzeitig mehr Stärke da zu haben. Ist, glaube ich, nicht richtig. Weil, wenn wir Ironheart im Sinister London spielen, haben wir auch nochmal die Option. Aha, Cosmo. Hallo, Cosmo. Cosmo ist nervig. okay, jetzt spielen wir Ironheart in Sinister London. Ja, ja, doch. Doch, doch, wir hoffen, dass Ironheart in die Mitte verdoppelt wird und nicht nach links. Ja, sehr schön. Gut für uns gelaufen. Einigermaßen gut. Apropos gut,
Wir spielen Groot. Ich möchte den Standort füllen wegen des Lizards. Wir snappen mal. Ich finde, es sieht gut aus für uns. Ne? Wir hatten auch frühzeitig Informationen. Wir haben uns angepasst ein bisschen. Ist schon nett. Hat unser Gegner noch viele Handkarten? 4 Stück. Wir haben eine. Er hat wieder nur eine gespielt auch. Spannend. Assemble. Assemble. So. Medusa und Scarlet Witch in die Mitte. Und hoffen, dass wir im nächsten Zug irgendwas spielen, was cool noch ist. Wenn wir White Tiger ziehen sollten, können wir sie nur rechts spielen, weil Cosmo da ist und nervt. Eine kleine Kleffer. Ansonsten, Odin wäre noch ganz gut. Wir haben 4 Karten im Deck. Odin ist noch da, Scarlet Witch ist noch da. Agent 13 ist noch da. Was ist denn die letzte Karte, die mir nicht einfällt? Nee, keine Ahnung. Okay, hat sich eh erledigt. Unser Deck besteht jetzt aus 10 random Karten. Okay. Okay, dann schauen wir mal, was unser legendäres Top-Deck jetzt am Ende ist. Uatu. Ist für unseren Gegner ein bisschen anders, weil er noch 2 Handkarten hat, die aus seinem eigenen Deck stammen. Wir schauen trotzdem mal. Also wir spielen Uatu, der wird hierhin verdoppelt. Das heißt, hier hat er minus 3 Stärke, da hat er minus 3 Stärke wegen Lizard-Effekt. Das heißt, hier kommt er auf 10, hier kommt er auf 10. Nightcrawler kann er nur von hier in die Mitte bewegen. Wenn er den dahin bewegt, hat er in der Mitte zwar gewonnen. Ja. Aber das ist mir zu viel Eventualitäten irgendwie. Weil wir haben ja auch Handkarten unseres Gegners geschwächt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist die beste Spektrum überhaupt. Ach du Schande. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon angemerkt habe. Ich hatte einen kleinen Hautschnitt an der Schulter. Und seitdem tut es mir ein bisschen weh. Ja. Es war ja nicht ein Yu-Gi-Oh! Spielen. Wahrscheinlich habe ich es schon erwähnt, ne? Also wenn man Yu-Gi-Oh! Spielen im Sinne von, oh nein, mein weißer Drache mit eiskaltem Blick, der eigentlich gar nicht so heißt, wurde zerstört. Wie konntest du nur? Hallo Charlie. Mein Freund. Agent 13 gibt uns Nova. Der Central Park gibt uns Eichhörnchen. Und Scorpion gibt dem Gegner Kopfschmerzen. Und wir behalten die Scarlet Witch mal noch ein kleines bisschen. Was zum Henker? Warum? Ach so, okay, Nightcrawler. Ja, okay. Haben wir... Nee, wir haben Nova von Agent 13 und nicht aus dem gegnerischen Deck, ne? Ja, okay. Spannend. So, keine gute Möglichkeit, um irgendwas zu zerstören. Medusa. Rocket Raccoon. Schauen wir mal. Wir snappen mal. Sieht gar nicht so verkehrt aus für uns. Zerstören wir Lemuria noch? Oder zerstören wir lieber... Ja, wir zerstören den Central Park. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Zug nicht Zeit haben, White Tiger zu spielen. Genau. Wegen Khazar. Aufgrund von Khazar von mir aus. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Karten hier haben plus 1 Stärke. Joa, kann man machen. Unser Gegner deckt zuerst. Wir decken zuerst auf, alles klar. Das heißt, wir spielen Enchantress und einfach mal so aus Prinzip Nova hierhin. Und im letzten Zug können wir uns noch überlegen, ob wir lieber links oder rechts den 7 Stärke Tiger Token hätten. Hat er irgendwas verschoben? Nee, hat er nicht. Okay. Okay. Also. Also wenn er Blue Marvel hat, dann haben wir verloren, das ist klar. Es ist einfach auch nicht ein gutes Deck, was man gerade spielen sollte, ne?
Nichtsdestotrotz, es könnte ja sein, ich meine, wir haben Scorpion benutzt, dass die beiden Handkarten in seiner Hand Schrott sind. Andererseits, wenn nicht, dann nicht. Onslaught. Ist das ein Fehler gewesen? Ist... ist es nicht gewesen. Alles klar. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass es ein Fehler war. Ich habe mir gedacht, aber der wird doch verschoben und da trifft er auch gar nichts. Aber ja, naja. Okay. Halbe Stunde, okay. Die zweite Hälfte lief nicht so gut in diesem Video. Schauen wir mal, wann wir mal wieder gewinnen, ne? Ich glaube, das ist so... Das ist so die Stelle. Groover. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie komme ich hier aktuell nicht so richtig auf den grünen Zweig. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte vor den Aufnahmen tatsächlich ein anderes Gefühl. Aber das ist so, das sind so meine Gedankengänge bei den Spielen aktuell. Groover. Hallo, Groover. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich häufiger dieser Standort kommt mit der Bar Sinister, ne? Und ich sag mal so, Scorpion ist eine sehr neues Addendum zu dem Deck, so. Ich weiß gar nicht, was da für gewichen ist. Ich glaube, ist der Mr. Sinister? Ja. Na, Lemuria, okay. Wird dann nicht in diesem Zug aufgedeckt, sondern im nächsten. Kann man machen. Ist halt zum Kotzen dann, aber ja. Wir spielen schon mal Scorpion, weil wir damit besser auf der Kurve sind. So, okay. Also hier wechseln die Karten, das heißt, wir werden beide hier nicht spielen. Okay, easy. Hier können wir nicht zerstören, das heißt, Ant-Man ist ein bisschen safe. Das ist auch schade für uns. Und wir spielen die Scarlet Witch einfach mal im Oscorp Tower, damit, da haben wir zumindest so, wir verteilen unsere Karten ein bisschen besser damit. Das ist auch was, womit ich relativ gut fahre. Wir ziehen aber auch so ein paar Schlüsselkarten irgendwie nicht, ne? Ironheart hat vorhin noch gefehlt, glaube ich. Genau, Ironheart war es. Kazar. Kazar ist richtig nutzlos in diesem Deck. Also nicht richtig, richtig nutzlos, aber schon relativ nutzlos. Füge diesem Standort zwei Brutlinge mit der gleichen Stärke hinzu. Zwei Brutlinge, achso, okay. Ich wollte gerade sagen, er ist ja ein schlechterer Mr. Sinister. Nicht ganz wahr. Enchantress hier rechts gegen Ant-Man. Und in der Hoffnung, dass wir später mit Odin da nochmal was machen können. Wenn man Brood natürlich gebufft hat, dann könnte es ganz gut sein. White Tiger hierhin und im nächsten Zug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Odin. Das wird gut. Ja, doch, doch, komm. Wir snappen mal und wenn er aufgibt, dann gibt er auf. Wir hätten das vielleicht früher machen sollen, bevor wir... Ja, doch, doch. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher schon machen können. Kann sich aber auch wieder in alle Richtungen entwickeln, ne? Also es kann ja auch schlecht laufen und White Tiger kann die beiden Tokens beide nach links schicken. Wäre möglich, wäre dann relativ schlecht für uns. Ist immer eine Eventualität, die wir bedenken müssen. Wir möchten die natürlich am liebsten wahrscheinlich beide in der Mitte in Lemuria haben. So oder so, wir kommen am Ende auf 12 Stärke hier mit Odin und entweder hier auf, auf 11 schon mal. Die Handkarten hat er 5, das ist gut für ihn. Also wir können Odin spielen und hoffen, dass White Tiger nach links was schickt. Das könnte durchaus sein. Können wir hier was zerstören? Eigentlich nicht. Die Mitte ist definitiv verloren. Ja. Auch wenn der Token nicht nach links fliegen würde, es ist ja gar nicht garantiert, dass er überhaupt was links spielt. Es ist recht wahrscheinlich, aber ist nicht garantiert. Wie gesagt, ich bin in diesen Videos auch immer so ein bisschen, noch ein bisschen risikofreudiger, als ich sonst bin. Und meistens fahre ich, bisher bin ich damit sehr gut gefahren,
aktuell, jetzt gerade in diesen beiden Stichproben, die letzte, also hier Part 4 und Part 5, jetzt nicht so ganz, ne? Ja, gut, ist dann so. Ist, wie es ist. Okay, hat ein Interesse an dem linken Standort, hat zwei Karten gespielt. Es wäre fast gut, wenn es in der Mitte gelandet wäre. Cable bringt ihm gar nichts. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Krass. Also, mit Sicherheit haben wir gewonnen, oder? Ja, doch. Ja, klar. Genau. Cool, cool. Machen wir noch eins. Wo sind wir denn ausgekommen? Wo haben wir angefangen, wo sind wir ausgekommen? Ich glaube, wir sind bei... Ja, wir sind ungefähr da, wo wir angefangen haben. Komm, machen wir noch eins. Alles oder nichts. Im weitesten Sinne alles oder nichts. Weil wir nicht wirklich was zu verlieren haben. So. Wir grüßen Yontra. Yontra möchte uns... Oh, so viele schöne Möglichkeiten. Eine Energie in diesem Zug. Okay. Können wir nicht gut ausnutzen, ist aber immer noch awesome. Alles klar, er hat nur eine Karte gespielt. Diese vier Handkarten bei ihm haben minus 4 Stärke, erfreulicherweise. Das ist ein sehr schöner Effekt, den wir begrüßen. Wakanda, Karten können hier nicht zerstört werden. Das heißt, wir spielen Ironheart hierhin, bereiten jetzt mal so einen schönen Zug vor für Odin. Ja, doch. Ne? Wir werden irgendwann White Tiger hierhin spielen. Vorher vielleicht noch die Enchantress, wenn sie nicht in der Mitte sinnvoller sein sollte. Wow. Ohne dass wir den Standort gefüllt haben, ist er bei 1. Wir spielen auf jeden Fall nicht die Enchantress in die Mitte, sondern nach rechts. Okay, Strong Guy. Oh mein Gott, und den Strong Guy kopiert er. Da muss man sich aber sehr sicher sein, dass man seine Hand los wird, ne? Okay. Ja, oder es ist einfach Verzweiflung, ne? Mag sein. Snap. Okay, White Tiger. Damit gehört uns die Mitte relativ sicher. Und uns gehört aktuell sogar noch die Bar Sinister, ne? Ja, komm, doch, doch. Das ist wieder ganz nett gelaufen. Waren aber auch fast ideale Voraussetzungen für Scorpion in der Bar Sinister. Oh, das ist auch ein witziges Yondu Artwork. Das gefällt mir auch gut. So würde ich den malen. Okay. Odin. Ja, doch. Also die Kickerkarte fällt mir gar nicht ein. Die man jetzt spielen könnte, um sich hier raus zu navigieren. Es könnte sein, er müsste 4 Handkarten abwerfen, damit er den Standort hier gewinnen kann. In der Mitte werden wir 14 Stärke haben. Das ist auch unwahrscheinlich, dass er was machen kann. Genau, der geht auch, alles klar. Ja. Na gut. Okay, das verlangsamt auch total das Level-Grinden, ne? Gegner, die aufgeben. Da ist ein bisschen lästig. Naja, so oder so, immerhin waren noch ein paar Siege dabei. Ich denke, es ist nicht so richtig gut rübergekommen, was das Deck eigentlich machen will. Es ist ja, wie gesagt, auch eine ganz aktuelle Version davon, aufgrund der Tatsache, dass ich Scorpion noch nicht so lange habe. Ja, okay. Vielleicht möchte es ja jemand nachbauen, wahrscheinlich nicht. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen. Es gibt tatsächlich Deckbauseiten, Decklisten, die wahrscheinlich ganz gut sind. Auf jeden Fall besser als das hier. Aber so als Gimmick für ein Video finde ich es ganz nett. Ja? Okay, ich werde mal weiter mich in Richtung Vibranium arbeiten und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auf meinem Weg Richtung Infinite. Wir haben nicht mehr so endlos viel Zeit, leider. Es ist noch eine Woche, 5 Tage. Ist halt dünn, ne? Andererseits, ja, was ist heute, 25. oder so? Ja, wir gucken mal. Wir bleiben optimistisch, ich bleib dran. Die Abende auf der Couch sind voller Marvel-Snap für mich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.